Herzlich willkommen zu unserem heutigen Musikertipp. Wusstest du schon, dass dein Gehirn nur entweder neue Informationen aufnehmen kann und verarbeiten kann oder vorhandene Informationen vertiefen, besser verarbeiten kann, ausweiten kann, parallelisieren, sozusagen wie wenn wir einer Straße eine weitere Fahrbahn hinzufügen, ja, also aus einer zweispurigen Autobahn eine dreispurige machen, dann kann da mehr Verkehr drauf fahren und dadurch geht es schneller und läuft einfach fließender. Und unser Gehirn kann nicht beide Sachen auf einmal, sondern immer nur eine Sache. Und deswegen ist es ganz gut, wenn wir uns beim Üben bewusst darüber werden, was ist jetzt heute mein Ziel, und wenn wir vor allem uns nicht damit überfordern, beides gleichzeitig zu machen. Ja, also im Bild von der Autobahn, durch den Wald sofort eine dreispurige Autobahn anzulegen, ja, so aus dem Nichts raus, ja, sondern das Erste ist erstmal, ja, so den Wald roden, da wollen wir jetzt gar nicht drüber reden, das wollen wir ja nicht. aber ja, du verstehst, was ich meine, ja? Das Entscheidende ist, dass wir uns entscheiden, was will ich heute üben? Ist es was Neues? Also gehe ich an eine neue Lektion oder ein neues Thema, einen neuen Inhalt, ein neues Stück ran? Dann ist es ganz wichtig, dass ich mir darüber klar werde, ich kann das heute nicht gleich perfekt und schnell spielen. Gerade dieses Schnelle, wir sind oft so, das soll so von Anfang an schnell gehen. Das kann aber nicht funktionieren. Ja, weil wir erstmal nur einspurig sozusagen, erstmal nur das Neue uns klar machen. Also das ist eine Gefahr oder ein Fehler, den ich oft sehe bei Schülern, die wollen sowohl was Neues als auch das dann gleich schon super hinkriegen. Und damit überfordern wir unser Gehirn, weil das eben zwei unterschiedliche Arten von Leistung sind, die nicht parallel funktionieren. Und ganz wichtig ist eben auch, dass wir, ein zweiter Fehler, den viele machen, dieses, gestern habe ich was Neues gelernt, heute will ich wieder was Neues und morgen auch wieder was Neues, also dass wir sozusagen immer nur in diesem Bereich üben und total vergessen, dass wir eben diese Vertiefung auch brauchen, diese Zeit dafür, das, was zwar schon da ist, was aber noch rumpelig läuft, was noch nicht flüssig und sicher läuft, zu vertiefen. Und beides macht total Spaß, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir uns darüber bewusst sind, heute ist Zeit für mich, dass ich mein Wissen vertiefe, dass ich eine Fahrbahn dazu baue zu dem, was ich zwar schon kann, aber noch nicht so richtig sicher. Und wenn ich mir darüber bewusst bin, mir dafür wirklich Zeit nehme, dann macht das total Freude, weil ich dann wahrnehme, jetzt wird es wirklich sicher. Ja, an so einer Stelle, wo ich vielleicht immer hängen bleibe, wenn ich die ganze Zeit am Spielen bin. Und immer hängen bleibe an genau dieser Stelle. Ja, dann gucke ich mir an, dann wäre es doof, am nächsten Tag zu üben, von dieser Stelle aus zum nächsten. Ja, das wäre dann sozusagen noch eine weitere Baustelle, die ich aufmache, bevor ich die erste in den Griff kriege. Es macht Sinn, die erste schwierige Stelle mir nochmal genau anzugucken und mir heute Zeit zu nehmen, meine Fahrbahn zu erweitern, damit es fließen kann, damit ich dahin komme. Das funktioniert eben nicht alles auf einmal. Deswegen dieser ganz, ganz große Mut, den will ich dir zusprechen, dir das wirklich bewusst zu machen. Das Üben macht wirklich viel, viel mehr Spaß, wenn du dich entscheidest, heute konzentriere ich mich darauf. Und das ist mein Ziel. Und wenn ich da ein Stück weiter drin bin, dann bin ich zufrieden. Ja, und dann, danach kannst du dann vielleicht noch ein bisschen einfach spielen, was du schon kannst, um dich dran zu erfreuen und so, ja. Aber eben
einfach wissen, so funktioniert unser Gehirn nicht. Erwarte das nicht von ihm. Du erwartest auch nicht von deinem Körper, dass er fliegen kann. Weil du weißt, er funktioniert so nicht. Wir können nicht fliegen ohne Hilfsmittel. Ja? Und du wirst nur frustriert sein, wenn du das immer wieder versuchst. Und das ist der Punkt, den viele Leute übersehen und deswegen am Musikmachen scheitern, weil sie Dinge erwarten, die nicht funktionieren können. Aber wenn du dagegen dich drauf einlässt und wirklich ganz bewusst dich dem unterordnest und dich da einordnest, unser Gehirn ist so ein geniales Teil. Das kann so viel und kann so krasse Sachen. Und wenn wir uns darauf einlassen und uns sozusagen den Spielregeln anpassen, die das Gehirn gesetzt hat oder wer auch immer das Gehirn gemacht hat, wie das Gehirn entstanden ist, die Spielregeln, die einfach da sind, wenn wir uns an die halten, dann werden wir richtig Freude an diesem Spiel haben, an dem Spiel, Musik spielen zu lernen. Das wünsche ich dir, das wirklich konkret umzusetzen. Überleg dir doch jetzt mal gerade, an welchem Stück bin ich und wo, was ist für mich dran? Ja, bin ich schon super lang in diesem Sicherwerden gewesen, sodass es mir eigentlich schon langweilig wird und ich brauche neue Herausforderungen? Dann wähle diese Herausforderung für dein Gehirn, was Neues zu lernen. Wenn du aber permanent dich auf neue Dinge konzentrierst und immer wieder diese Sicherheit übergehst, also dieses Sicherwerden, dann wird es Zeit, sich darauf mal eine Weile zu konzentrieren und wirklich zu erleben, wie es anfängt zu fließen, weil einfach die Autobahn breiter ist in deinem Gehirn. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß, gute Erfahrungen. Ich bin gespannt, von dir zu hören. Ich bin Elo von Knorre, Musikerin und Musikcoach. Und ich liebe es, Leute in dieses freie, beglückende, erfolgreiche Spielen darin zu unterstützen, weil Musikmachen sowas Geniales ist. Leite gerne den Link weiter, abonniere den Kanal, schreib mir, melde dich an zu meinen Einladungen, zu den Testmöglichkeiten. Und ja, lass von dir hören. Ich schicke dir für heute ganz liebe Grüße, deine Elo.